Bei einem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber im schwedischen Vänersborg sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Personen verletzt worden. 10 bis 20 Menschen wurden auf Rauchvergiftungen untersucht. Zwei Asylbewerber verletzten sich, als sie aus dem Fenster sprangen. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Viele waren lange aufgeblieben. Wir hatten niemals zuvor einen solchen Vorfall. Die Beziehungen in der Stadt sind gut, also machen wir uns eigentlich keine Sorgen. Am vergangenen Montag waren im Stockholmer Migrantenviertel Rinkeby mehrere Dutzend jugendliche Migranten auf die Polizei losgegangen. 10 Autos wurden angezündet und einige Geschäfte geplündert. Zu den Unruhen kam es nach der Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers.